Knie nach oben, Hand nach oben und dann geht's in die Rotation. Denke mal daran, du kannst dich an meinem Tempo orientieren, aber scheu dich nicht, dein eigenes zu wählen. Auch hier diese große kreisende Bewegung und vielleicht kannst du auch hier von Mal zu Mal in deiner Bewegung größer werden. Das ist ein Teil der Balance, aber die Augen sind ganz wichtig. Sobald da eine Schwäche aufkommt, fängt man auch an, etwas mehr zu wackeln. Perfekt, nochmal zur Seite und zurück. Noch einmal. Dein Beckenboden soll nach innen oben gezogen werden. Dass dieser Druck nach unten stattfindet oder sich auch die Bauchdecke möglicherweise bewegt. Und wir üben einen Dehnungsreiz aus und wenn man dann loslässt, findet Regulation statt. Das heißt, der Körper adaptiert die Belastung. Und dein erster Punkt liegt mittig auf dem Jochbein. Viermal von innen nach außen. Auch hier kleine Bewegungen nach innen und außen. Beine öffnen, Arme vor und zieh, vor und zieh. Hoch und runter. Kleine Bewegungen, das reicht völlig aus. Halte die Spannung im Bauch. Und dieses Becken kippen und wieder aufrichten. Immer schön mit dem Atem begleiten. Komm! Die letzten 5 Sekunden. Ganz stark. Atme zweimal tief ein und aus. In deiner Zeit.